Für die Ehre. Und Hauptquest ist jetzt den Stützpunkt von Malganis zerstören. Der Captain ist dabei, ne? Captain? Ich bin bereit. So, haben wir sonst noch ein paar Einheiten hier? Unsere Stadt wird okay, Arthas hat Muradins Items jetzt ja übernommen. Unsere Streitkräfte besteht etwa Gefahr? Streitkräfte werden angegriffen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns darum. Arthas? Moment. Wie kann ich der Captain sein? Ist dabei. Eis hier. Der ist dabei. Ist meine Hilfe vonnöten? Priester. Was braucht ihr? Wo ist Arthas? Das Licht ist meine Stärke. Ich bin euer Diener. Da ist er. Da sind sie alle. Ein solider Plan. Unsere Männer, mit denen wir jetzt in Richtung Camp von Malganis gehen. Natürlich. Und dem Guten den Gar ausmachen werden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Wir sehen, was Arthas macht. Eine ganze Menge Schaden. Natürlich. Mit Frostmourne. Der wird das Ganze jetzt regeln. Heilung, Priester, alles dabei. Und jetzt nehmen wir es auseinander. Sogar mit Gyrokoptern. Und uns dem Sieger helfen. Muradins Items alle weg. Muradin ist tot. Heilschutzzauber brauchen wir alles nicht. Natürlich. Der gute Arthas ist so gut ausgerüstet. Ja. Da müssen wir lang. Da kommen wir da runter. Für die Ehre. Ja, stimmt. Wir müssen da runter. Da sehen wir es. Ein solider Gehen wir Plan. Hier lang. Wir können auch direkt draufklicken. Dann gehen wir in die Richtung. Für die Und Ehre. Über das riesige Ödland natürlich von Northrend. Für die Ehre. Begeben wir uns in Richtung ja Lager von Malganis. Ein solider Plan. Und Frostmourne soll die Rettung Forschung bringen. Abgeschlossen. Natürlich. Wir forschen ein bisschen. Für meinen Vater. Und da fängt das Lager anscheinend schon an. Für meinen Vater den König. So. Wir regeln. Elender Kerl. Nehmen ein bisschen auseinander. Ein so heiliges Licht, das gibt mir noch ein bisschen Heilung. Für meinen obwohl der, Vater obwohl Arthas, ich glaube, sie so weit von einem Paladin entfernt hat, wie. Okay, da gibt es schon kaum noch Vergleiche. Natürlich. So, zerstört. Ja. Weiter in die Richtung gehen, alles auseinandernehmen, was uns in den Weg kommt. Für meinen Vater den Am König. Am besten auch die Gebäude. Jetzt wird gerichtet. Zack. Alles zerstören. Rache nehmen. Enden. Ich schnapp mir meine Decke, mach mich stehen. Essen ein bisschen weg. Dann kümmern wir uns. Alles Pfeffer. Forschung abgeschlossen. Für die Ehre. Sie kamen! Sie kamen! Spürt meinen Zorn. Natürlich. Und mit Arthas machen wir jetzt auch nur noch den Schaden. Für die Ehre. Ein solider Plan. Okay, da können wir durchaus noch heilen. Natürlich. Attacke, Leute. Ein solider Plan. Moment, wartet nur einen Moment. Natürlich. Die Streitkräfte werden angegriffen. Oder hier irgendwo war da noch einer. Für die Ehre. Fehlt mir nur noch was. Wo ist hier? Ich habe hier da irgendwo noch einen Greifenreiter gehabt. Wo ist er hin? Ist er schon tot? So einen Greifenreiter gehabt. Ich bin nicht blöd. Natürlich. Na egal. Auf Richtung Camp. Ein solider Plan. Weitermachen. Die Heilung nutzen wir aus. Arthas regelt. Ja. Ein solider Plan. Schande, dass ich überhaupt abgehauen Für bin. Meinen Attacke. Vater, den König. Ich muss sagen, jetzt kommen auch noch Fleischmänner. Okay. Natürlich. Der Fleischwagen. Spürt meinen Zorn. Ja. Bitte den Priester am Leben lassen, den brauchen wir noch. Zack. Wenn die weiter auseinandernehmen. Okay, wir sterben immer Einheiten weg. Oha, ganze Frostwürm. Natürlich. Die stärksten Einheiten. Die Untoten zu bieten haben. Der Frostwürm. Ein solider Plan. Für die Bitte den Priester am Leben lassen. Der will noch hier Leute heilen.
Okay, aber die Schützen machen das richtig. Ja. Die halten die alle am Leben. Ein solider Plan. Keine Kosten, okay. Forschung. Das sind Krise abgeschlossen. Schwarze Stießpulver. Natürlich. Kann ich eigentlich auch die zweiten Sachen erforschen? Ah, wir können. Richtig. Komm, nehmen. Komm, wir bilden mal die Greifenreiter aus. Die haben wir nicht gesehen. Schloss, okay, wir erforschen dann direkt die zweiten. Ne? Werden angegriffen. Stahl verbessert. Mehr Holz, meine egal. Ja. So, wir regeln das. Keine Sorge. Wir haben alles dabei und jetzt werden wir mal Garnis für die Ehre. Mit Hilfe von Frostmourne und die ewigen Jagdgründe schicken. Für meinen Vater, den König. So. Zack. Schau dir den Schaden an, den Arthas macht. Für meinen Vater, den König. Ah, Flatterer. Komm her, du Monstrosität. Dankeschön. Du bist der offizielle Name laut Warcraft 3. Alles klar. Natürlich. Und zack. Attacke! Haben wir schon greifen? Greife? Greif? Ich bin euer Zwerg. Die Ehre. Ich bin euer Zwerg. Ja. Großartig, der Greifenrider. Für die Ehre. Ja. Oha, ein Frostwurm. Natürlich. Ein solider Plan. So, die kümmern sich alle. Ja. Der Greifenrider macht den direkten Weg ein über die halbe Map. Ja. Die ganze Map Stahlschwerter. Streitkräfte werden angegriffen. Ein solider Plan. Vor dem Frostwurm schießen. Dankeschön. Ja. Und weiter ein in Richtung Camp von Mal'Ganis. Für die Ehre. Ja. Oh Gott, der Greifen. Ach, okay, der geht da lang. Wir haben nur zwei ausgebildet, ne? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, wir brauchen jetzt einen Sturm für das Licht. Alles klar. So, natürlich. Jetzt können wir uns doch langsam Richtung Lager begeben. Für die Ehre. Oder da ist das Lager von Mal'Ganis. Für meinen Vater, und den das König. Das kümmern wir uns jetzt, Caesar. Elender Kerl. Jetzt wird gerichtet. Verflucht seist du, Mal'Ganis! Natürlich. Jetzt ist die Zeit der Rache gekommen und da ist er tot! Für die Ehre. Mal'Ganis ist gefallen. Jetzt noch das Lager zerstören, dass sie auch ja nicht ihn wieder beleben. Und dann haben wir's. Dann sind wir mit den Menschen durch. Für die Ehre. Aufbereitete Schießpulver, sehr schön. Ja. So, weiter in die Richtung wegen alles töten, was mir in den Weg kommt. Alles. Ausnahmslos. Alles muss zerstört werden. Da ist die Nekropole. Und um die kümmern wir uns. Ein solider Plan. Arthas mit Hilfe von Frostmourne nimmt auch alles problemlos auseinander. Und jetzt. Schnappt euch die Nekropole. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Okay, für egal. Für Vater, den König. Für den König, oh ja. Zack. Während Frostmourne weiter seinen Schaden macht. Natürlich. Hört sich auch wesentlich besser an als Frostmourne. Für meinen Vater, den König. Bisschen Heilung mitnehmen. Machen wir. Für meinen Vater, den König. Jetzt hätten wir sogar noch ein bisschen Platz. Den Greifenrider haben wir uns jetzt nicht angehört, was er für sagt. Aber Vater, egal. Den König. So, und haben wir die Nekropole und. Das war's noch nicht? Okay. Jetzt gibt's. Und dann müssen wir wohl noch ein bisschen mehr auseinandernehmen. Na, dann machen wir das. Zack. Arthas regelt. Spürt meinen Zorn. Attacke. Zerstört alles, was sich bewegt. Und nicht bewegt. Verstärkte Lederrüstung, okay. Mithril können wir jetzt auch erforschen, ne? Ja, tatsächlich. Mithril, die sind sogar noch ein ganzes Stück besser. Ich stehe für machen das noch Licht. Mehr Schaden. Stufe 3 ist das dann. Wir sehen jetzt hier, sind wir bei Stufe 2. Wir haben Licht. Dann noch mehr Rüstung. Nicht genug Mana. Ja. Wenig genug Mana. Für meinen Vater, den Gerücht. Geißel der Untoten. Die kann sterben. Und in die Abgründe geraten. So, wo ist mein Greifenreiter? Da ist er. Ich bin euer Zwerg. Eis hier? Natürlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Spürt meinen Zorn.
Ein solider Plan. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Jetzt noch auf die Ziggurat. Spürt meinen Zorn. Das ist mein Greifenrider. Ich bin euer Zwerg. Elender Kerl. Forschung abgeschlossen. Da fliegt der Erste, da seht ihr, da fliegen wir, fliegt er. Verbessert unser Bau hier, was braucht jetzt noch? Jetzt wird gerichtet. Unser Ziel wird verlagert. Für meinen das Vater, auch den noch? König. Jetzt noch? Wie süß. Ich stehe für das Licht. Da ist er. Ein solider Plan. Der Greifenrider. Ja. Natürlich. Elender Kerl. Nächste Ziggurat und alles auseinandernehmen, was mit mal gar nichts zu tun hat. Zack, wir schmeißen noch den Hammer. Mithril-Schwerter, die machen noch mehr Schaden. Für die Ehre. Jetzt noch das Gold. Die verhexte Goldmine mitnehmen, die etwa 50.000 Gold hat. Und dann haben wir's. Zack, während der Sturmhammer. Bam, bam. Der wirft einfach seinen Hammer wieder und wieder und wieder. Ich freue mich auf den Warcraft-Film auf jeden Fall. Wenn wir schon dabei sind. Für die Ehre. Alles wegnehmen. Alles. Was mal gar nicht hier aufgebaut hat. Zerstören wir im 0, nichts die Macht von Frostmourne. Natürlich. Regelt alles. Versucht er tatsächlich mal gar nicht zu überleben? Das ist irgendwann nochmal ablassen. Hauptquest. Besteht etwa erledigt. Das war's. Morganis sehen wir nochmal. Und da war's es. Da ist er. Ihr habt also Frostmourne genommen und das Leben eurer Kameraden geopfert, wie der dunkle Lord gesagt hat. Ihr seid stärker als ich dachte. Eure Worte sind vergeblich, Morganis. Ich höre nur noch auf die Stimme von Frostmourne. Was? Das Viech hat eine Stimme? Die Stimme des dunklen Lords? Er spricht zu euch durch die Klinge, die ihr führt. Was sagt er, junger Mensch? Was hat euch der dunkle Lord der Toten zu sagen? Er will dich töten. Er sagt mir, dass die Zeit für meine Rache gekommen ist. Mit Samtbuffs. Er kann unmöglich zulassen, dass... Und da ist er tot. Ist vorbei. Morganis ist tot. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Rache. Oder? Sehen wir es, Arthas? Durch den tiefen Schneesturm. Kommt der da überhaupt durch? Ich meine, es ist Arthas. Der hat vieles überlebt, aber das? Nachdem er seine Rache an Morganis geübt hatte, wanderte Prinz Arthas in den eisigen Einöden von Northrend hinaus. Von Frostmourne ständig bohrender Stimme gequält, verlor Arthas auch den letzten Rest seines Verstandes. Jetzt plant Arthas, vom Willen des dunklen Schwertes getrieben, nach Lordaeron zurückzukehren und seine gerechte Belohnung einzufordern. Okay. Escape, F9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay, der Text geht langsam weg und jetzt käme...
is this? What are you doing, my son? Succeeding you, father. This kingdom shall fall. And from the ashes shall arise a new order that will shake the very foundations of the world. Ja, jetzt käme eigentlich, beziehungsweise jetzt kommt eine Cutscene. Die blende ich euch jetzt einfach ein. Da. So, wir warten noch einen Moment. Das Ganze leckt ein bisschen und jetzt haben wir's. Jetzt ist die Cutscene weg, ihr habt's gesehen. Ihr habt es gesehen, jetzt können wir uns an die Untoten-Kampagne machen. Und ganz am Ende Arthas Verrat. Arthas tötet seinen eigenen Vater. Getrieben von der Stimme von Frostborn. Und als nächstes kommt die Untoten-Kampagne. Der Pfad der Rache. Die erste nehmen wir mit. Die vom Lichtkönig ausgehende Seuche des Untodes hat sich an der ganzen Hauptstadt und bis zu den Grenzen Lordaerons ausgebreitet. Die durch den Verlust ihres geliebten Königs geschockten und entmutigten Streitkräfte von Lordaeron wurden von den Raubgeh-Untotenkriegern in alle Winde zerstreut. Nun ist Lordaeron nur noch ein Schatten seiner einstigen Größe. Und Prinz Arthas wird immer noch vermisst. Okay. Und da ist er. Was ist das für ein Trick? Malganis. Ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. So. Ich bin ein Schreckenslord wie Malganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Okay. Ja. In seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Die Runenklinge, die ihr tragt, okay, wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Ja, das ist richtig. Muss ich eben ohne zurechtkommen. Was ist des Lichtkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Alles klar, der Kult der Verdammten. Und da ist er.